Aber in diesem Verein, den ich eben auch ganz wunderbar finde, mit über 1000 Mitgliedern, haben wir in den letzten 10 Jahren einen Arbeitskreis Erinnerung gehabt tatsächlich. Das heißt, Vereinsmitglieder haben sich zu bestimmten Themen erinnert. Und das war hochinteressant, da sind auch 9 kleine Büchlein entstanden. Unter anderem war das eben Schulzeit in Hamburg, das war der Hit. Ja, also das haben wir quasi in vierter Auflage, weil Schule, daran hat jeder natürlich prägende Erinnerungen, positiv wie negativ und so weiter. Und das heißt also, unsere Mitglieder haben sich erst erzählt und dann zum Teil aufgeschrieben, und das haben wir dann eben veröffentlicht, wie sie Schulzeit in den 30ern, 40ern, 50ern, 60ern, 70er Jahren erlebt haben. Und das eben für andere Themen wie Wohnen in Hamburg oder Verkehrsmittel in Hamburg. Es fing an mit 1968 in Hamburg. Wir hatten aber auch Wetter in Hamburg mit erstaunlichen Ergebnissen, jenseits aller Klischees und so weiter. Also das heißt, dass man sich gemeinsam erinnert an bestimmte Dinge, die sonst so verloren gehen würden, weil sie eher nicht festgehalten werden, also jedenfalls nicht unbedingt auch in der Geschichtswissenschaft.